Hi. Ja, neues Video. Ich bin hier am Aufräumen in meinem Büro und Musikzimmer und ich bin auf eine mega Aufgabe gestoßen. Ich bin auf alle meine früheren Noten gestoßen, die ich jemals so besessen und gespielt habe, beziehungsweise noch besitze, Gott sei Dank. Sind nämlich diese hier. Einige meiner alten Noten. Puh. Da muss ich auch mal meine eigenen Kompositionen noch finden. Wow. Quedas de la Alhambra. Aha. Oh, wow. Also, das wird eine mega Herausforderung. Okay, das wird eine Herausforderung. Und ich habe ja auch noch Restbestände meiner Kassette. Das ist die original zellophanierte Kassette von damals. Die ist, ja, die muss 30 Jahre alt sein oder sogar noch mehr. Das sind die Stücke, die da drauf sind. Und tja, das wird mal eine Arbeit. Und alle Stücke, die darauf sind, sind mutmaßlich aus den Noten, die ich so über die Jahre angesammelt habe damals. Darüber hinaus habe ich offensichtlich auch selbst komponiert. So wie heute auch. Ich habe ja letztens so ein kleines Stück hier eingestellt. Hier ist ein Stück, was ich für meine Frau geschrieben habe damals. Das muss 1990, 1989 gewesen sein. Sieht sehr kompliziert aus. Das werde ich wohl in den nächsten Wochen mir mal zu Gemüte führen und versuchen zu spielen. Aber das ist definitiv meine Handschrift und ich kann mich auch erinnern, dass ich damals so eine Art, damals gab es so Notenschablonen. Das war so eine Art Schablone, wo alle möglichen Zeichen, Noten, 16., 32., 8., Viertel und so weiter. Das war alles auf dieser Schablone und man musste dann nur quasi Notenpapier kaufen. Und dann konnte man quasi ganz normal eine Notation zu Papier bringen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, aber wie ich dieses Stück komponiert habe und vor allem, wie ich das jemals gespielt haben soll, okay. Wird interessant sein und auf der Kassette ist ein Allegretto von mir, woran ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Ich kann die Kassette leider nicht mehr abspielen. Ich habe irgendwo einen Kassettenrekorder. Das heißt, ich werde in diesem Sammelsurium, was ich euch eben gezeigt habe, müssen irgendwo diese Noten dafür sein, weil ich bin mir sicher, dass ich das auch notiert habe. Und ja, das wird mich in den nächsten Wochen beschäftigen. Wie immer, hier oben, hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. In den nächsten Wochen wird hier wohl einiges passieren. Ich werde versuchen, meine ganze Kassette nachzuspielen. Zwei, drei Stücke sind sowieso schon drin, wie Lagrima und die spanische Romanze.
Aber der ganze Rest, das muss ich jetzt mal raussuchen. Das sind alles, glaube ich, keine hochkomplizierten Stücke, bis auf wenige Ausnahmen, aber halt nett anzuhören. Das war damals einfach, das gefiel den Leuten einfach und deswegen habe ich auch genau das auf diese Kassette gespielt. Ja, so, dann bleibt gespannt und bis demnächst.